So, meine lieben YouTube-Freunde, ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Viele Leute fragen mich oft, wie wird optimal gereinigt ein Dach? Und ich zeige dir heute ein Gerät, mit dem das super gemacht wird. Es ist nämlich so, es ist nämlich so, dass wenn die Dachoberfläche gereinigt wird und es wird nicht jeder Quadratzentimeter der Dachoberfläche mit mindestens 350, 400 bar gereinigt, dann ist das keine optimale Reinigung. Und wie man hier auf dieser Baustelle sieht, ist das auch eine Reinigung, die absolut hygienisch sauber ist. Das heißt, es kommt hier kein Schmutzwasser runter. Alles, was hier runterkommt, wird gefiltert und entsorgt. Dieser ganze Filterkuchen, der da runterkommt, geht durch eine Filteranlage durch. Es wird hier praktisch alles rausgefiltert, was hier an Schmutzpartikel auf dem Dach waren. Und bitte nicht unterschätzen, das Ganze, da kommen gleich 300, 400 Kilo Schmutz runter. Und stellen Sie sich da vor, wenn da vielleicht irgendeiner draufsteht auf der Dachoberfläche und reinigt das Ganze mit einem normalen Hochdruckreiniger, wie dann diese die ganze Umgebung dann verschmutzt ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und deswegen ist es ganz wichtig, mit einem geschlossenen Reinigungssystem das Ganze zu säubern und eben nicht mit einem Hochdruckreiniger. Das ist ganz, ganz wichtig. Aus zweierlei Gründen, ich wiederhole das noch einmal. Erstens einmal geht es um die komplette Reinigung. Jedes Quadratzentimeter muss porentief optimal sauber sein. Ansonsten hält die Beschichtung nicht. Punkt 1. Punkt 2. Stellen Sie sich vor, es steht da einer oben mit einem Hochdruckreiniger und spritzt da herum und verwüstet das ganze Grundstück. Da ist niemandem damit gedient. Da haben Sie keine Freude damit. Und wenn dann die Beschichtung nicht hält, ist das doppelt übel. Und deswegen ist es wichtig. Finger weg von allen Firmen, die ihre Dachoberfläche mit einem handelsüblichen Hochdruckreiniger beschichten bzw. reinigen wollen, weil das bringt ihnen nur Kummer und Sorgen und ein Endergebnis, das nichts bringt. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Wenn dieses Video für euch interessant war, dann bitte ich euch, es zu liken, es zu teilen und mir zu folgen für weitere Videos. Herzlichen Dank.